Die können doch nicht weg sein. Da sind sie, da sind sie. Wo? Guck zum Spawn, guck zum Spawn. Ja, oh, meine Kartoffelfreunde, heute in Double Time Session. Willkommen zu der neuesten Folge. Ja, genau, du bist auch wieder dabei. Und wir müssen dieses Mal, Nur wenn du die sind. Dann machen wir das doch, ne? Unser Nee, warte, wir rennen gerade in die falsche. Wo? Mach ich. Ja, wo ich renne einfach da, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Oh, da ist eine Hexe. Hey, da, wo wir das letzte Mal gestorben sind? Du bist ja noch kein einziges Mal gestorben. Guck mal, Digga, guck mal. Ein Esel? Ja, Mann. Ich lade übrigens gerade im Hintergrund Call of Duty Black Ops 3 runter. Und ich denke mal, ich werde zu diesem Video, zu diesem Spiel, wie auch damals zu Advanced Warfare, werde ich wieder ein Review machen, ein zweiteiliges. Einmal zum Gameplay und einmal zur Story. Beziehungsweise Online-Gameplay und einmal zur Story. Ich hoffe, das findet ihr gut. Wenn nicht, dann guckt es sich an. Aber ich denke mal schon, dass sich einige Leute von euch dann. Ich denke schon, dass sich einige Leute von euch daran dazu interessieren. Ist jetzt Werbung hier? Digga, wir müssen hier über das Battle reden. Okay. Battle vernichten, fertig, Ende. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, hey, weil. Kommst du hoch? Folge. Oh, Tom ist jetzt online. Waren die anderen schon drauf? Ja, die beiden sind schon drauf. Okay. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie lange Tom jetzt in der Folge bleibt, ne? So, ja, ich komm. Wo willst du überhaupt hin? Irgendwo hier in die Richtung. Also hier haben sie Sollen wir nicht zu der Plattform mal gehen oder so? Weil ich schätze mal, die sind ja da irgendwo in der Nähe. Okay, also willst du zur Plattform? Hast du deinen Goldapfel eigentlich parat? Ich bin jetzt zur Plattform gerannt, ne? Ja, ich hab ihn, ihn in der Leuchte. Ja, gut. Ich bin hinter dir. Okay, gut. Ey, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein. Wenn wir das verlieren, dann wird das echt schwer wieder aufzuholen. Warte, ich versuche mir noch eine Enderperle zu getten. Da kommt ein Creeper, hilf mir. Bin ich reingekommen. Was ist so ganz stille? Warte, gucken sie sich an. Ah, nö. Ja, ich hatte zu kurze Arme, weißt du. Also sie haben letztes Mal nach der Aufnahme gesagt, also nein, ich habe die Folge nicht geguckt, dass sie ihn auf irgendeinem Berg laufen sehen haben. So. Tun sein machen. Tun sein Bienen, am Bienen sein. So, und ich frage mich. Ach, den Creeper? Und ich frage mich einfach, wo sie den gesehen haben. Weil es kann ja nur in die. Also es kann ja nicht in die Richtung sein, von da sind wir ja gekommen, da haben wir ja keinen gesehen. Mhm. Deswegen vielleicht würde ich auch mal hochgehen oder so. Achso, dann sind wir die lebendige Zielscheibe. Machen sie da eine Dingens hin, eine Bazooka rein und dann, Ist da was drin? Mega. Saved your life, bitch. Danke. Die können nur in die Richtung gelaufen sein. Ich würde in die Richtung laufen hier. Ich habe Angst, gut, dass sie hier irgendwo sind, Mann. Wir müssen diesmal den Überraschungsmoment ausnutzen, Mann. Wir können nicht jedes Mal so überrannt werden. Wir haben in der ersten Battle-Staffel auch nicht einen richtigen Kampf gehabt, außer den mit der Allianz. Sonst haben die uns wirklich auch immer überrascht. Und das darf nicht nochmal passieren, Alex. Ja. Hast du Besuch? Ich? Nö, du? Achso, weil im Hintergrund irgendwie gerade ein Husten war oder so. Ja, ich bin hier am Husten. Hier ist arschkalt in meinem Zimmer, Digga. Okay, Brudi. Wenn meine Heizung nicht geht. Eine ganz kalte bitte, Nase. Halt mal bitte Ausschau nach den Pferden von Fix und Domse. Jo. Also, ich schlag zwei Optionen vor. Ich bin ja immer so der Taktik bei Fuzzi bei uns beiden, ne? Mhm. Richtung Base oder Berg? Richtung welche Base? Geradeaus durch. Wo ist deine Base? Achso, da. Ja, die haben sie ja, die spawnen ja wieder bei ihrer Base. Tom müsste da irgendwo sein, die anderen auch. Deswegen, es gibt zwei Optionen, Berg oder Base. Spawnen die bei ihrer Base? Weil da die Betten sind, haben sie doch letztes Mal gesagt. Die sind hier irgendwo in der Nähe. Ja, schon, aber das ist ja schon ewige Folgen her, dass die gestorben sind. Maxle ist letzte Folge gestorben und er meinte, sie meinten, sie haben ihn zum Berg. Sie meinten, sie haben ihn vom Berg laufen sehen. Ja, aber Tom ist ja auch dort gespawnt, meinten sie doch. Ja, ich hätte vielleicht in der Ding mein Gamma hochstellen können. Naja. Stell nochmal dein Gamma hoch, Junge! Ja, ich meinte in der Ding. Hier in OBS. Hm, ich bin oben. Nicht. Meine Nase juckt. Also er muss von irgendeinem Berg gekommen sein. Ich schätze mal, dass es. Oh, meine Nase juckt. Oh. Ja, dann kratz doch! Hab ich doch, aber ich muss Zombies töten. Wir müssen irgendwo die Pferde von den beiden Spacken finden. Oh, hier liegt Erfahrung. Ja, ja, von den Zombies, die ich gerade getötet habe. Getten wir doch gerade mal. Tom Stomach was slain by Exorcist. Klar. So, gut, das wird jetzt ein Fight zwischen den Giganten. GG. Die Base ist auch offen von denen. Wollen wir es wagen? Oder wollen wir hier oben in Deckung bleiben? Wir bleiben lieber oben in Deckung, weil wenn wir jetzt runtergehen. Aber dann kommen wir wenigstens hinter die. Ihr seid die größten Bastarde überhaupt. Ja, Tom, also echt? Was erwartest du? Gell?
wenn die in deiner Base sind und du da spawnst. Gut, also man muss sagen, das war, also die Leistung, die die gebracht haben, das war schon epic, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, innerhalb von 3 Folgen einfach mal auf 0 Leben dezimiert. Oder auf 0 Respawn-Tickets, wie ich es jetzt nenne. Warte, ich kümmere mich ganz kurz den Zombie hier. Töte den Zombie. Alles klar. So, jetzt ist halt die Frage, ne? Wir dürfen nicht schon wieder hinter dir. So, wir dürfen nicht die Oberhand verlieren. Wir müssen... Das wäre scheiße, ne? Ja. Kannst du kurz, warte, ich mach schon. Oh Mann. Ich sehe, das Problem ist einfach, was ich hier gerade habe, ist, ich sehe keine Pferde. Ja, das Problem, und solange ich die... was ich habe, ist, ich sehe keine Namen. Vielleicht kommt... Das Blumen. Alles klar. Geht da ab, ey. Komm, ey, lass... Wir müssen zwar nah zusammenbleiben. Lass zum Spawn gehen, wenn er da spawnt. Weil eigentlich müsste er jetzt hier sein. Wir müssten jetzt sein Namensschild sehen. Nein, er ist ja nicht hier. Ach ja, stimmt. Ja, eben, deswegen lass zum Spawn gehen und ihn auch nochmal, okay? Einfach nur... Aber dann wissen Domso und Fix, wo wir sind. Ja, schon gut. Wir müssen übrigens dauerhaft in beide Richtungen gucken. Also der eine deckt immer den Rücken des anderen. Oh, ja, Ruckler. Ja, und dann kann er Ding, weißt du, dann kommen sie her und wir können uns verstecken da irgendwo. Dann ja, ich glaube, Tom hat's aufgegeben. Werden sie ich gewöhne mir jetzt aus. Mal. Ich glaube, Tom rennt gerade auf die Basis da hinten. Auf den Turm. Nee, doch nicht. Das war nur ein Bug. Das war das Hühnchen. Ey, wenn wir so nah zusammenstehen, Alter, die töten uns mit einer Bazooka beide gleichzeitig. Na. Aua. Dicker. Was geht bei dem? Ja, nur weil sein Kollege da ist, muss er jetzt einen auf dicke Hose machen, der Hund. Das finde ich nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Ja, eigentlich sollte der jetzt mal runtergehen, ne? Ja, das. Ich kick den gleich mal. Weißt du, ich. Alex, bin mein Territorium. 34. Folge der ersten Staffel. Ich bin direkt auf Title Menu. Hä? Aber du hast es auch schön inszeniert. Oder denkst du, die beiden gehen wieder zu ihrer Aussichtsplattform? Also, wir müssen. Stell dich mal so hin, dass wir immer in eine Richtung so ein bisschen Deckung haben, dann sehen sie uns nicht immer direkt. Also nicht oben ran, sondern immer hinter so ein paar Blöcke stellen. Ich gucke immer mal wieder auf die Basis und hoffe mal, dass da irgendwie wer rauskommt, aber ich sehe einfach nichts. Lol, jetzt sehe ich nicht mal mehr die Dinge. Ach da. Ah, die Sonne geht auf, Alter, die ist voll groß. Kurva. Das ist voll nice, Alter. Ja gut, wenn sie echt jetzt so drauf sind, dass sie wieder zu der Ding gehen, dann, Alter, dann rennen wir rein. Gib mir mal kurz Deckung, bitte. Oder ist er AFK? Er ist gegangen. Egal, ich schreib's trotzdem. Das muss geschrieben werden. Du Mistgeburt. Ich nehme mal die Sniper. Heute auch in der Uni, ne? Wir haben Mittagspause. Mhm. Und, Digga, Mann, die Nacht ist vorbei. Ich mag die Nacht, aber... Ja, red weiter. Der nicht in der Vorlesung ist. Oder beziehungsweise in dem Bachelorkurs. Der ist dann da rumgelaufen, also da in Stuttgart. Und ich war so ein bisschen hinter ihm und ich schreie so, ja, ja. Ich habe so gesagt, ja, ja. Da ist also der und der die Missgeburt. Stuttgart. Richtig der gut. Der hatte seine Freundin dabei und die einfach nur, jetzt muss man es halt in der Facecam angucken. Okay, gut, ja. Ich werde deinen Screenshot bei mir verlinken. Ich habe keinen Screenshot. Mach mal bitte einen nachher. Wenn du schneidest und schickst ihn mir, dann mache ich ihn über meine Facecam. Ja, so witzig ist das Bild nicht. Das ist ja die Bewegung. Also im Prinzip hat sie sich einfach nur umgedreht und stier geguckt. Also fertig aus. Punkt. Digga, ich werde immer nervöser. Umso länger die brauchen, umso nervöser werde ich. Weißt du das? Aber... Ich weiß halt immer noch... Gibt's Bullet Drop bei den Waffen? Weißt du das? Ich weiß es immer noch nicht. Glaub nicht. Auch bei der Bazooka? Ja, die fliegt sowieso unregelmäßig. Ja. Das Gute ist bei diesen Schneebergen, die können sich extrem gut verstecken da hinten. Man würde sie nicht sehen. Bist du gerade gesteppt? Ich bin halt hier so. Oh, so okay. Mein nächster Vorschlag wäre gewesen, uns unten in den Baum, in die Bäume zu verstecken. Uns in die Bäume zu verstecken? Mein Name ist Ranjit, der Indelin. Echt? Willst du da jetzt echt hin? Bist du da sicher? Junge. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher? Griechenland. Griechenland, das ist aber nicht sehr sicher. Wer das? Bist du das? Wer denn sonst? Vielleicht kommt eine Zeitlupe. Digga, da sind sie. Nimm die Enderperle. Enderperle. Aber siehst halt richtig in den Dings. In den Analytics, wie einfach nur zu den Minuten gespult wird. Ja, das finde ich kacke.
Ich möchte nochmal an alle Viewer, die diese Serie schön verfolgen. Ja, das bringt dir jetzt nichts mehr. Die möchte ich jetzt gerne mal was sagen. Nee, nee. Wir sind bei 14 Minuten, da schaut kein Schwanz mehr zu. Ah, okay. Stimmt. Also könnten wir jetzt. Chill doch noch. Ja, wir haben doch. Ja, eben, eben. Ja, komm, lass kurze Parts machen, dann können wir mehr produzieren. geht alles ums Geld. Mir? Ja, immer. Natürlich, deswegen hast du ja auch Ad aus. Ding, Immer in alle Richtungen gucken. Guck regelmäßig hinter mich und deck mir den Lücken. Den Lücken? Den Lücken. Sag mal, hat jemand bei dir geschrieben, dass du den Optifine-Zoom benutzen sollst bei der Sniper? Ja, dann habe ich einen doppelten Zoom sozusagen. Bin mir gerade nicht sicher. Ey, wenn die uns wieder zuerst sehen, ich dreh durch! Ja, irgendwie hatte ich das im Kopf, aber ich wusste nicht woher. Ja, nee, das wurde bei mir geschrieben, als wir in der ersten Folge, als wir sie gesehen hatten und ich versucht hatte, Maxle mit der Sniper zu treffen. Nein, ich gucke keine anderen Folgen. Nur die, die ich schauen durfte. Wollen wir den Wald auch mal anzünden? Fix. Digga! Ich bin so hinter ihm, 1 Meter. Der macht da Lava hin, jo, läuft! Juckt ihn nicht, guck mal, was ist hier explodiert. Ist das ein Creeper? Wahrscheinlich, ne? Das war deiner, du Vollidiot. Nein, war es nicht. Doch, sie sind eben hier. Nein, das kannst du nicht beweisen. Was mega witzig wäre. Digga. Wenn wir uns jetzt gegenseitig töten. Ja, ich war kurz davor, dir einmal ins Gesicht zu schießen. Ja, stell dir vor, alle Herzen so weg. Also, weißt du, im Ding hier. Spiel. Mann, die können doch nicht weg sein. Da sind sie! Wo? Guck zum Spawn! Ich sehe sie. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Oh, Alex, du hast jemanden vor mir gesehen. Ja. Oh mein Gott. Geh hinter dem Baum. Nein, haben sie nicht, oder? Bist du dir sicher? Ich hab sie nicht gesehen. Ich sehe sie nicht mehr. Oh mein Gott. Nee, Maxel hat uns nicht gesehen. Bleib hinterm Baum. Bleib ganz hinterm Baum. Das sind Tom und Fix. Tom und Fix. Ach, Domse und Fix. Die haben uns nicht gesehen. Die rennen weiter zu ihrer Plattform. Oh, nice. Ey, doch. Wenn sie hochgehen, dann haben wir den ultimativen Vorteil. Sie rennen vorbei, sie an nichts. Komm mit. Nicht bleib hinter den Bäumen. Nicht entsneaken. Achtung, sie sind bei der Basis. Ich guck durch die Blätter durch, sie sehen mich nicht. Oh mein Gott. Sie gehen hoch. Nein, sie denken, wir sind oben. Sie gucken. Ja, sie gehen hoch. Sie gehen hoch. Oh mein Gott. Du musst sie wegsnipen, Digga. Nicht snipen, ich werde mit einer Bazooka von unten gegenschießen. Ja, wenn das was bringt. Komm mit, hinter die Bäume, hier. Komm schnell hinter mich. Oh, warte. Die gucken sich auf jeden Fall um. Ja, die sind immer noch auf der Treppe. Oh mein Gott. Mein Herz. Oh. Jetzt haben wir den Vorteil. Nice, Digga. Wir sollten vielleicht ein Stück zurückfallen. Fuck. Weil wir gleich ausloggen müssen. Ich guck wieder durch den Baum durch. Ja, lass ein Stück zurückgehen. Domse gucken in die andere Richtung, die gucken beide auf die linke Seite. Oh, Digga. Oh mein Gott. Komm zurück. Komm zurück. Ja, ist jetzt eh Folgenende. Oh. So, Leute. Nice. Wir werden diesen Vorteil diesmal so ausnutzen. Ich bleib direkt hinterm Baum jetzt. Ich wünsche euch, was? Ja, ist jetzt überhaupt. Warte doch mal, der hat doch gar nichts geschrieben. Okay, ja, okay, gut. Alles klar. Gut. So, gut, erst raus. Oh, gut, entsneaken. Oh, okay. So, also schaut bei den anderen vorbei. Yo. Tschüss. Ja, schaut bei den anderen vorbei. Haut rein. Tschüss. Vorher.